Jedes Jahr pilgern über 1 Million Menschen in die Stadt Konya in der Türkei, um das Mausoleum des muslimischen Mystikers Mevlana Celaleddin Rumi zu besuchen. Mevlana oder Rumi, wie er auch genannt wird, war ein bedeutender Dichter und Mystiker. Er ist heute noch bekannt für seinen Sufi-Orden der tanzenden Derwische. Doch was für ein Mensch war Rumi? Sein Leben ist eine Geschichte von Konflikten, Migration, Liebe und der Geburt einer neuen mystischen Tradition. Rumi wurde 1207 in der Stadt Balch im heutigen Afghanistan geboren. Noch als Kind musste er mit seiner Familie vor einer drohenden Invasion der Mongolen unter Genghis Khan fliehen. Sie wanderten fast 4000 Kilometer westwärts. Der Sultan der Seldschuken hörte von der Anwesenheit der Familie in seinem Reich. Er schätzte Rumis Vater als bedeutenden Gelehrten und lud ihn ein, an der Akademie von Konya zu lehren. Konya war im 12. und 13. Jahrhundert eine blühende Stadt und ein bedeutendes Zentrum für Handel, Wissenschaft, Kunst und Religion. Wie sein Vater zuvor, lehrte auch Rumi an der Akademie. Eines Tages traf er auf den Sufi-Gelehrten Shams el-Tabrizi, die Sonne von Tabriz. Diese Begegnung änderte sein Leben. Fortan widmete sich Rumi der Mystik und wurde zum Sufi-Meister. Das zentrale Motiv der islamischen Mystik ist die Liebe zu Gott und folglich auch zu Gottes Schöpfung. Rumi wurde bekannt durch seine tiefe Ehrerbietung gegenüber allen Lebewesen. Eines Tages warf sich ein Ochse zu Rumis Füßen nieder und suchte Schutz vor seinem Schlachter. Er wurde gerettet. Bis zu seinem Tod, 1273, lehrte Rumi in Konya und verfasste bedeutende Werke der islamischen Dichtung und Mystik. Sein Mausoleum wurde zum Versammlungsort des Mevlevi-Ordens und der tanzenden Derwische. Durch eine permanente Drehung zum Klang der Rohrflöte Ney fällt der Derwisch in eine Trance. Er versucht dabei, sich selbst zu vergessen und in der göttlichen Wahrheit aufzugehen. Konya ist heute mit seinen über 2 Millionen Einwohnern eine bedeutende Industrie- und Universitätsstadt. Noch immer wird jedes Jahr der Todestag des großen Gelehrten Mevlana Rumi am 17. Dezember mit dem Sheb-i-Arus-Fest als Hochzeitsnacht gefeiert, in der die Gläubigen sich mit Gott vereinen.